Niemand gehört dem Arm da oben rechts, könnte man sagen, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Need for Speed Underground 2. Raus hier, dann noch zweimal Rundkurs, oder war's das? Erstmal Rachel. Kuchen und Flammen, muss ich sonst noch was sagen? Hol dir den Sieg und du bist auf der Titelseite. Okay. Titelseite, Sieg, das reicht mir schon. Wir wollen aber das Rundkursrennen da unten machen und dann oder davor noch das Fahrwerk mitnehmen, was wir in der letzten Folge erst freigeschaltet haben. Wir haben es nicht bekommen, wir haben es freigeschaltet. Und wir müssen es uns erst kaufen. Dann holen wir uns erst das Fahrwerk und fahren dann das Rundkursrennen. Ja. Wenn man sich nicht entscheiden kann, dann nimmt man halt die goldene Mitte. Hallo. So, erzählt uns jetzt wieder Rachel irgendwas von der Karosse unter der Karosse? Hey, nur Langweiler fahren ein. Bau dir ein härteres Fahrwerk ein und deine Karre liegt in Kurven viel besser. 7000. Gewindefahrwerk, verstärkte Stabilisatoren, bringt ordentlich Handling, her damit. Gekauft. Jetzt haben wir hier schon das Extrempaket. Nitro ist die ich hätte gern hier. Power, die du abrufen kannst, wenn du mehr Speed brauchst. Das Extrempaket, aber das kommt wohl noch. Ja, auf den Prüfstand gehen wir jetzt nicht, wir haben bloß das Fahrwerk geändert. Das ändert ja auf dem Prüfstand nicht die Beschleunigung. Und auch nicht die Höchstgeschwindigkeit, weil sowas macht dann eher... Was? Sternchen? Ach so. Chrom und Flammen. Haben wir ja gerade gehört von Rachel. Wenn wir wirklich die Kurvenlage oder so testen wollen, dann müssen wir den Wagen wirklich fahren und dann einfach nach Gefühl entscheiden. Oder wir gehen einfach in den Windkanal. Von Stefan. Hey Bruder, in meinen Taschen ist noch Platz für deine Knete. Am besten bringen wir das Rennen hinter uns, damit ich meine Lady heute Abend von deinem Geld einladen kann. Lady, meint er seinen Wagen? Weiß nicht. Ist mir aber auch egal, denn er kriegt kein Geld von uns. Hätte noch gar keiner von uns Geld bekommen, weil wir die Rennen, wenn wir sie nicht gewonnen haben, einfach neu gestartet haben. Schon gemein. Gib mal her, hier, Windschatten. Nein, jetzt hört er ab. Na gut, wir kommen eh gleich wieder näher und vielleicht kommt gleich ein paar Kurven, dann ist das Windschattenfahren sowieso dahin. Da bleibt schon der erste hängen. Und ich auch. Aber ich darf mich hier vorbeischlingeln. Der kleine Poller, der war erster. Zwischenzeitlich. Boah, Mittelinsel, mit der habe ich jetzt nicht gerechnet, deswegen habe ich den Drift da mal abgebrochen. So, Nitro. Enge Kurve. Bremsen. Und reinfahren. Nee, will ich nicht. Jetzt kommt von rechts einer an. Ah, nach Beacon Hill. Ja. In die Heiz rüber. Also einmal schlüpf in den Tunnel und als erster rauskommen. Das wäre schön. Jupp. Maß kein knapp vorbei. Machen wir zu langsam. Hm. Aber da. Und da? Ja. Oh, ja, da waren wir viel zu langsam. Mit viel zu viel Geschwindigkeit rein. Da muss ich verdammt viel abbremsen und dadurch kam der jetzt vor. Aber es sind ja 3 Runden, das packen wir doch, oder? Oder wir setzen unsere Serie fort. Die Serie des Drecksacks sein? Nee. Des zweiten Anlaufes. Des nicht im ersten Anlauf Gewinnens. Aus der letzten Folge. Da hinten war ja wieder diese Wasserkreuzung, wo es immer spritzt, egal ob Regen oder nicht oder überhaupt. So, Runde vorbei. Und da hinten sind sie. Einer zumindest. Oh, ja, ich hab's doch mal gesagt. Zu viel nach hinten schauen ist nicht gut. Und das war gerade der beste Beweis dafür. Wer nach hinten schaut, bekommt einen vor den Latz gehaut. Oder so ähnlich. Wieder dahin geblieben. Oh. Toll, jetzt klemmen wir hier in der Ecke fest. Hab mal Lust zu zünden. Ich hab's im ersten in der letzten Folge angesprochen, egal was ist, einfach bis zum Ende aufsparen. Aber ich habe meine Grundregel einfach mal wieder gebrochen und vielleicht kommt es dann am Ende dann wirklich ziemlich bitter entgegen. Mal schauen. So etwas Nitro habe ich schon mal gesammelt. Das könnten wir ja einsetzen, wenn es mal eng werden sollte. Am besten schnappen wir einfach einen von den beiden. Oder jetzt von dem letzten hier vor uns. Und sammle Windschatten, wenn er nicht so beknackt fahren würde.
Ja, super Windschatten. Komm mal her. Wir fahren hier noch ein Stück bis zum Spezialteile-Shop und dann rechts rum. Na, komm du her. Knapp vorbei. Jetzt nicht zu weit fahren oder ihn ins Ausschieben. Auch gut. Aber nicht den ersten... dem ersten... zu viel Spielraum da vorne geben. Hau ab, da will ich doch drehen. Hallo? Ah, hier ist keine Abkürzung. Letzte Runde hat er nicht begonnen. Kein Knapp vorbei, Mann. Ich brauch doch Nitro für den Fall der Fälle. Ich hab's doch komplett rausgehauen. Vor einer Runde. Beim nach hinten schauen. Jetzt bekomme ich die Kurve in einem ganz guten Winkel, aber Zeit gekostet hat sowieso. Hier war es vorhin. Der ist leider diesmal nicht hängen geblieben. Aber vielleicht hier vorne an dieser kleinen Fahrbahnverengung. Rauch, ich dachte, da ist einer. Ich dachte, da wäre ein Gegenverkehrsherr. Oh, der hat uns da die Lücke zuschieben wollen, aber wir sind vorbeigekommen. Manometer. Oh. Scheiß Mittelinseln jedes Mal. Links? Ja. Macht auch verdammt viel Spaß. Also, die Mittelinseln, der Gegenverkehr, die Fahrbahnverengung oder generell überhaupt, was hier so alles auf der Strecke unterwegs ist, macht Spaß, da auszuweichen. Da sind dann einfach die Reaktionszeiten gefragt. Das Reaktionsgefühl, die Reflexe und wie gut der Wagen damit umgehen kann. Also mit einem Nissan 350Z hätten wir bei den ganzen Ausweichmanövern deutlich mehr Probleme. Weil da das Heck gleich drum kommt. Hau ab. So, aufpassen, jetzt kommt gleich die ordentliche Kurve. Da sind zwei. Ah, ja, da war zu, okay. Habe ich jetzt noch nicht erwartet. Ich muss ihn zumachen. Mist. Letzte Runde. Ich muss zünden, ansonsten kann ich nicht dranbleiben. Ah, blöd, Mann, das wird nichts mit dem Sieg. Außerdem, da vorne passiert noch was. Schade. Denke ich mir mal, aber die Hoffnung nicht aufgeben. Dranbleiben. Vielleicht passiert dem noch was. Und dann ärgere ich mich dumm und blau, wenn ich nicht dran geblieben bin. Zweiten haben wir. Letzte Kurve da vorne. Da ist er. Ah. Da bekommen wir eher nochmal Probleme. Schade. Schade. Nochmal. So, du bist auch so ein lahmer Starter, aber auf das Starten kommen sie ja nicht unbedingt an. Ich brauch doch Nitro. Jetzt habe ich hier gar keinen Windschatten bekommen. Jetzt. Oh, das ist kein Windschatten mehr, jetzt ist es Querschatten. Er hat die Insel nicht mitgenommen. Wir fahren vorbei beim Lackmann. Da vorne sind sie, die zwei Opfer. Boah, lassen die da noch was stehen, ey. Ab in den Tunnel, wir kommen näher. Knapp vorbei, bitte. Jupp. Oh, schön, ohne anzuecken hier. Na, nicht ganz. Aber schön sauber durch den Tunnel gekommen. Darf ich? Dankeschön. Oh, hier wird's eng, weil der da nämlich ankommt. Genau, das habe ich schon vermutet. So, hier mal außen anbremsen. Und Schwung mitnehmen. Ach, dreht er uns fast. Vierter. Erste Runde und wir sind noch Vierter. Dritter, Vierter. Dritter. Dritter. Aber auch eine schöne Strecke. Macht auf jeden Fall Spaß. Zu früh. Schade. Jetzt Nitro raushauen, dann könnte ich vielleicht wieder im Windschatten schnuppern und Neues sammeln. Aber ich glaube, das würde gerade so nicht ausgehen. Deswegen behalte ich Nitro weiterhin im Lager. Habe ich den schon gesehen? Ich habe ihn aber weiter vorne vermutet. Mist.
Mist, 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 Mist. Oh, jetzt hängen wir hier. Da vorne wird auch gehangen, aber der Erste, der freut sich. Hallo. Na, da vorne sind zwei, aber der Dritte da vorne, immer noch die blöde Ecke hier mit der Mittelinsel. Der Dritte hat einen guten Vorsprung. Gut, ist erst Halbzeit des Rennens. Anderthalb Runden stehen uns noch bevor. Und da rammt wieder einer ein. Von daher ist immer noch alles drin. Da vorne ist er schon der Erste. Windschatten. Und vorbei. Nitro ist dann schon zu anderthalb. Ja. Zu drei Vierteln voll, wenn man das einfach auf 1,0 rundet. 75% Nitro gefüllt. Oh. Na, noch ganz gut bekommen. Dachte, es wird schlimmer. Na, jetzt dreht er uns hier wieder fast. So, die beiden Führenden. Die bekommen wir noch. Vielleicht schon in dieser Runde. Wir kommen hier mit deutlich mehr Schwung um die Ecken. Oh. Viermal knapp vorbei schon. Rum, nicht diese komische Insel da mitnehmen. Diese kleine Ecke. So, steht hier jetzt wieder jemand in der Linkskurve. Am Ausgang. Dann schiebe ich dich jetzt an. Jawohl, genau anvisiert und getroffen. So, aufpassen, nicht wieder wogegen rammeln, wenn ich jetzt nach hinten schaue. Gut. Jetzt führen wir letzte Runde. So, wer wartet hier? Okay. Alle für uns ungefährlich. Boah, auch schön reingekommen. Ausgang war jetzt nicht so dufte, aber war ganz gut. Jetzt kommt gleich die Mittelinsel. Genau. Jetzt habe ich auch mal draus gelernt. Im sechsten Anlauf. Na, nach aller Rechten mal bei uns. Aufpassen. Mittelinsel, genau. Und hier, die ist kein großes Problem. Jetzt geht's wieder ab in den Tunnel. Da haben wir schon eine gute halbe Runde rum. Der letzten Runde. Boah, der lässt sich einfach so schön um die Kurven bewegen, der Toyota Celicia. Celicia. Celica. Sieht man nichts an der Kuppe. Bremsen, bremsen. Oh. Machen die uns da den Weg zu. Jetzt bin ich wirklich bloß durchgerollt. Noch knapp vorne. Nitro ist voll für den Fall der Fälle. Oh, außen, da muss ich außen. Den hätte ich den nicht bekommen. Oh, die sind alle so wieder nah zusammen. Nicht zu weit springen mehr, ja, da kommt nämlich einer. So, letztes Stück, da kommt einer. Links. Ja, genau, da war er. So, was kommt hier noch? Oh, oh, bekomme ich die letzte Kurve? Nicht gut, scheiße. Nitro, nein, ich glaube das nicht. Ah, oh, in der letzten Ecke überholt worden. Wie ärgerlich. Oh, das hat Spaß gemacht. Verlieren kann auch Spaß machen. Hey. Naja, dritter Anlauf. Ja genau, drängt euch ab, damit wir jetzt Windschatten bekommen. Ist mir jetzt zu langsam. Hau ab, Mann. Aber die Strecke ist auch cool. Keine Strecke, die mich einfach ärgert. Wie zum Beispiel eine schnurgerade Dragstrecke auf dem Flughafen. So, ich weiß, Mittelinsel, jetzt habe ich es vielleicht endlich mal drauf, im mittlerweile siebten Anlauf. Oh, da haben wir ihn mal kurz gesehen. Da kam mal in unsere Kamera gehuscht. Hm, der Letzte muss den Anschluss wieder finden. Ich muss jetzt hier erstmal durchkommen. Schade, wollte ich jetzt mal mit der Handbremse arbeiten. So, vor die ganzen Versuche bin ich bloß mit der normalen Bremse angegangen. Und jetzt sind da zwei ganz hinten. Oder? Ja. Das war doch mal eine ziemlich gute Durchfahrt. Oh. Und Looping. Leider nicht. So, drehen, drehen, drehen. Weiter geht's. Ist ja nur die erste Runde.
Nein. Kein Windschatten, geh weg. Ah. Und wieder einer. Direkt beim Leichtspringen. Die Kurve bin ich einfach vorhin so beschränkt angefahren. Vielleicht auch mit zu viel Vorsicht. Willst du vorfahren, dann gib uns Windschatten. Na, du Arschloch. Ey, habt ihr das gesehen? Zieh da einfach rüber. Saftsack. Na. Boah. Ein Glück sind wir so glimpflich davon gekommen. So glimpflich. Da war wieder eine Mittelinsel. Oh, zu früh eingelenkt. Gar keinen Schwung mitnehmen können. So, Halbzeit ist angesagt. Wir fahren gleich wieder in den Tunnel. Nach Osten wollen wir nicht. Nee, wir wollen einfach nur hier unten lang. Die fahren mit uns im Verkehr. Okay. Gib mal. Danke, jetzt ist es fast voll. Bei einer Führungsrunde können wir wieder was abgeben. Ich zünd mal ganz kurz. Obwohl hätte ich mir auch sparen können für hier, aber danke, dass du uns den Weg freiräumst. Nein. Auch nicht drehen, danke. Nächstes Schild bitte. Hab noch Kapazitäten frei. Da steht einer blöd. Springen wir jetzt direkt in einen rein? Nee. Wieder nur knapp vorne, wie ebenso üblich. Etwas Gummiband gibt es dann hier auch. Jetzt fahre ich wieder so beschissen, aber nicht ganz so beschissen wie vorhin. Mit Nitro wäre ich jetzt, ja, ins Ziel als Erster. Aber wir haben ja noch eine Runde. So, du wirst Windschatten geben? Oh, wie er ausgewichen ist. Und der ist gegen die Leitplanke gesaust. So, jetzt haben wir jetzt zu viel Nitro. Na, dann gebe ich mal mit aus. Dann habe ich jetzt zu viel ausgegeben. Einfach mal direkt dagegen gepollert. So, Mittelinsel, Achtung. Na, oh, Kurve nicht mehr bekommen. Untersteuern. Sehr weit ausholen. Klappt ganz gut. Und die letzte Mittelinsel hier ist nicht schlimm. Kennen wir schon. Aber einmal müssen wir eigentlich noch hängen bleiben, oder? Die ganze Zeit so unscheinbar. Jetzt haben wir einen guten Vorsprung. Und dann im letzten Moment nochmal zuschlagen. kein knapp vorbei. Mist. Schade. Ich darf es jetzt nicht zu sehr riskieren. Geht soweit gut. Das auch. Hier auch. Da waren wir schon beim Bremsen. Deswegen gibt es da nichts. Oh, wo kommst du denn her? Oh, noch einer. Jetzt schmeißt unser Spiel wieder irgendwelche Gegenverkehrsleute vor den Wagen. Wir führen noch ganz gut mit dem kleinen Vorsprung. Also wir könnten uns eine ziemlich beschissene letzte Kurve erlauben. Das muss aber nicht sein, weil ich verschmeiße es schon hier vorne. 3 Sekunden Vorsprung. Vorsprung schmilzt jetzt auf 2,5. Auf 2 1/3. Auf 2 Sekunden. Hatte ich den wieder beschränkt. Diesmal hole ich auch weit aus. Und damit mehr Schwung, Nitro raus und gewonnen. Mann, 3 Versuche, 1 Folge fast voll bekommen damit. Manometer. Ja, Mann, 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 Mann. Fahrwerk brauchen wir jetzt nicht, denn wir haben es ja bekommen. Dann fahren wir hinten zum nächsten Rundkursrennen. Und beim Drag will ich einfach mal den Nissan 350Z ausprobieren. Da dürft ihr bloß das Fahrwerk auf jeden Fall, wie steht denn der da? Das Fahrwerk dürft ihr da nicht haben, aber den Rest schon. Hallo. Boah. Ja, danke. So. Weiter. Ach nee, das ist wieder hier oben beim Hotel. Gut. Umlenken. Ein Provas Leader. Und ein kleiner Burnout. Oder ein Reifenverqualmer. So, Rundkurs von Demetrios mal wieder.
Oh, seht euch den Anfänger an. Ich mach's dir ganz einfach. Gib dem Starter Cola und stehe hier keinem im Weg rum. Sonst vermasselst du mir noch die Tour. Wenn ich die anderen Trottel in Grund und Boden fahre und mitfahren, machen wir einfach in der nächsten Folge weiter. Ich sehe schon, viel, viel Autobahn, das wäre eigentlich was für den Nissan, aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.